Die stark gestiegenen Preise sind auch Thema an der Börse. Da geht es heute um die Erzeugerpreise, also um die Preise, die Unternehmen bezahlen müssen, die etwas herstellen. Stefan Wolf in Frankfurt, wie fallen diese aus? Ja, hier auf dem Parkett spricht man von einem wahren Preishammer, denn die Erzeugerpreise sind im August im Jahresvergleich um fast 46% angestiegen. Das ist der höchste jemals gemessene Wert und diese Erhebungen, die gibt es immerhin seit dem Jahr 1949. Und natürlich sind es vor allen Dingen die stark gestiegenen Energiepreise für Öl, Gas, aber auch für Strom, die eben die Erzeugerpreise in die Höhe treiben und damit auch die Produktionskosten. Und einen Teil davon, der wird wohl an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben, weshalb man damit rechnet, dass das natürlich auch ein Treiber für die Inflationsrate, also für die Verbraucherpreise sein wird. Die Bundesbank rechnet ja damit, dass die Inflationsrate bald über die Marke von 10% steigen könnte, was den deutschen Aktienindex stark belastet. Der hatte sich eigentlich aufgemacht, sich ein bisschen zu erholen, jetzt aber 117 Minuspunkte oder fast 1% weniger bei 12.685. Inflation bleibt das beherrschende Thema. Danke, Stefan Wolf nach Frankfurt am Main.